Hallo und herzlich willkommen zurück zu Closer the Distance. Ja, jetzt habe ich zwischendurch den PC ausgeschaltet und weiß gar nicht mehr, was uns hier eigentlich alles erwartet. Wieso stehen die jetzt alle hier gemeinsam auf und laufen gemeinsam irgendwo hin? Leute, wir können mit Melville nicht sprechen. Late denkt sich, dass man sich in Yesterby, nicht bräunen könnte. Bank, Bank, Bank. Müssen wir die jetzt alle ausprobieren? Wo kann man sich denn vielleicht am ehesten bräunen? Ah, ich nehme da mal ein Sonnenbad. So. So, sie ist auch schon wach. Ja, die Arme, die braucht auch mal was zu essen, das stimmt schon. Mehr Zeit mit ihr verbringen. Ja gut, das wird ja dann automatisch passieren. Allerdings die Sache mit dem Friedhof. Ich würde sagen, da sollte sie noch mal weitermachen. Grab, Grab. So. Sie macht das Essen, lässt es stehen und rennt raus. So machen wir das im Leben. Genau, am besten noch direkt alles anlassen, damit er nachher noch irgendwie alles Feuer fängt oder so. Das ist doch wunderbar. Nein, das ist natürlich Sarkasmus gerade, ja? So, du kümmerst dich da drum. Was ist mit dir? Du nimmst. Das sieht gut aus. Du nimmst ein Sonnenbad. Das sieht aber eher so aus, als ob die eingeschlafen ist. Aber die Sonne sollte ihr auch ein bisschen gut tun, muss ich dazu sagen. Was ist mit dir? Brody braucht einen Vorschuss. Also sollte ich mir besser ein Zeug legen. Ich könnte mir eine Arbeit suchen oder mir etwas leihen oder verkaufen. Den Verkauf in Erwägung ziehen. Achso, das ist dann, zusammen abhängen, nach einem Job in der Verwaltung erkundigen. Genau, machen wir das doch so. Der soll kein Geld leihen, der soll sich nach einem Job erkundigen. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass er das selber verdient. Und wir müssen das Hausboot fertigstellen. Es sind noch 4 Tage Zeit. Was muss sie machen? Beim Bau helfen? Den Fortschritt überprüfen. Nee, dann helf mal direkt beim Bau mit hier. Und er ist auch wach, das ist sehr schön. Ich habe Conny versprochen, dass ich jemanden finde. Er sollte ihm eigentlich ein paar Tricks bieten. Bieten, vor allen Dingen. Egal, ihr wisst, was ich meine. So, Moment. Sie saß hier gerade beim Essen, ne? Aber sie springt jetzt wahrscheinlich hoch. Ja, natürlich. Ach. Ist sie immer noch am Sonnenbaden? Nee, sie macht jetzt wieder was anderes. Halt, stopp. Wieso hat sie das jetzt unterbrochen? Du bist gerade hier in der Nähe. Dann nimm da auch mal ein Sonnenbad. Müssen wir die jetzt alle? Alle machen? Ich verstehe das irgendwie nicht. Müssen wir jetzt jede einzelne Bank hier aussuchen? Oder wie? Kann ich dich etwas fragen? Natürlich. Ich habe die Stellenangebote durchgesehen und einen interessanten Job gefunden. Du hast nach einem Job gesucht? Ich ziehe in die Stadt. Oh, Zack. Bist du sicher, dass du das willst? Das bin ich. Ich habe das schon so lange im Kopf. Ich muss es tun. Für mich und Angie. Ich verstehe. Welche Art Job hast du denn gefunden? Die Bezeichnung lautet Lagerverwaltungsassistent. Verteilung und Organisation von Waren und so. Dinge, die ich immer viel lieber mochte als Dads Schreinereilektionen. Was hältst du davon? Ich bin ein wenig überrascht, dass du in der Verwaltung arbeiten möchtest und keinen künstlerischen Beruf anstrebst. So gerne ich das auch tun würde, es wäre vermutlich schwierig, meine zukünftigen Rechnungen mit Musik zu bezahlen. Ich glaube, Angie hätte sich das auch gewünscht. Es ist vermutlich ein sicherer und guter Job. Ein guter Anfang. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Die Bewerbung erfordert, dass ich online einen Mathe-Test absolviere. Ich möchte vorbereitet sein und ein paar Mathe-Übungen machen. Großartig. Vorbereitung ist entscheidend. Welche Teilgebiete möchtest du denn durchgehen? Grundlegende Arithmetik, Zinsrechnungen. Gut. Was noch? Statistik und Analysis. Okay. Noch etwas? Ich denke nicht.
Was ist mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen? Denkst du, dass das für einen Lagerverwaltungsjob relevant ist? Mit ziemlicher Sicherheit. Okay. Weißt du, Zack, du solltest in der Schule lernen. Dort gibt es nicht so viele Ablenkungen. Außerdem gebe ich mein Bestes, um dir zu helfen, falls ich da bin. Wenn du das möchtest. Schule? Schätze, das klingt nach einem Plan. Schreib mir einfach, wenn du hingehst. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass ich immer kommen kann. Klar, danke. Los, zeig's ihnen, Tiger. Hi. Ja? Ich bin LOL. Ich bin ein Musiker. Und für einige Tage in Yesterby. Ein Musiker? Lebst du davon? Sieht so aus. Lebenslänglich, gewissermaßen. Ich bin Zack. Ich hab gehört, was passiert ist. Mein Beileid, Mann. Hast du das? Du bist hergekommen, obwohl du weißt, was passiert ist? Um die Show zu genießen, oder was? Überhaupt nicht. Ich dachte nur, ich könnte vielleicht ein wenig helfen. Dinge in Ordnung bringen. Angie ist tot. Das kannst du nicht in Ordnung bringen. Es stimmt. Daran kann ich nichts ändern. Aber vielleicht bei anderen Dingen helfen. Du willst wegziehen, stimmt's? Ja. Wer hat dir das erzählt? Connie. Du hast mit Connie geredet? Sie meinte, du bist Gitarrist. Genau wie ich. Es gab Zeiten, da dachte ich, ich könnte eines Tages auf einer Bühne stehen. Aber die Zeiten sind vorbei. Warum? Ich bin nicht gut genug und unter diesen Umständen werde ich auch nicht besser. Ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt noch will. Was, wenn ich dir zeige, was dafür nötig ist? Ich weiß nicht. Ist nur ein Angebot. Denk mal drüber nach. Du findest mich in meinem Van unten am Strand. Zumindest für die nächsten paar Tage. Alles klar. Danke. Wir sehen uns, Zack. Ja, wir sehen uns. Ging doch eigentlich ganz gut. Dieser Lau ist ein erfahrener Musiker. Er könnte mir zeigen, wie man ein professioneller Gitarrist wird, wenn ich mit ihm übe. Würde ich gerne anklicken, aber ich darf ja jetzt wieder nicht, ne? Oder? Nee, ich darf natürlich wieder nicht. Gut, müssen wir uns im Kopf behalten. Zack. Ach, was ist denn schon wieder mit der Mutter los hier? Sind wir fertig? Danke Gott, dass du uns die Kraft hierfür gegeben hast. Es ist vollbracht. Ja, sehr schön. Ich dachte, jetzt kommt wieder irgendwas Schlimmes, so wie das, was jetzt noch übrig geblieben ist. Und nein, ich bin nicht dafür, dass wir dieser Herzensangelegenheit hier sozusagen nachgeben. Es sei denn, dass dabei rauskommen würde, dass sie sich geirrt hat oder sowas. Aber das weiß ich halt nicht. Das kann ich jetzt nicht beeinflussen. Was ist mit ihr? Bilde ich es mir nur ein oder kommst du in letzter Zeit besser mit Bodhi zurecht? Wie kommst du darauf? Ihr streitet kaum noch. Ist das so? Es fühlt sich allerdings immer noch wie ein Minenfeld an. Vielleicht wissen wir einfach mittlerweile, wo wir nicht hintreten sollten. Hast du gerade eine militärische Metapher benutzt, um deine Beziehung zu meinem Sohn zu beschreiben? Ich will damit nur sagen, dass wir uns beide Mühe geben. Und wenn du recht hast, trägt es langsam Früchte. Tut es. Ich bin sicher, es wird sich mit der Zeit noch weiter verbessern. Hoffen wir es. Also irgendwie stehe ich ja manchmal auf dem Schlauch. Aber die verhalten sich halt wie beste Freundinnen. Aber irgendwie, manche Sätze hören sich dann auch so an, als ob die eigentlich zusammen sind. Aber ich habe die noch nie küssen sehen oder so. Ich habe überhaupt noch nie jemanden hier irgendwie küssen sehen, nebenbei bemerkt. Ich bin ein bisschen verwirrt, deswegen. Kannst du mit ihr gerade Zeit verbringen? Die anderen Sachen sind doch. Ah, nee, ich muss ja jetzt wieder umschalten, ne? Hallo. Oh, hi. Ich heiße LOL. Ich reise herum und suche nach Inspiration für meine Lieder. Ich bin River. Dann bist du am richtigen Ort. Wenn Yesterby eine Sache kann, dann zu großen Träumen inspirieren. Davon hörte ich bereits. Und auch davon, was hier passiert ist. Es tut mir sehr leid wegen Angela. Oh, danke. Standet ihr euch nahe? Ja, wir sind hier zusammen aufgewachsen. Hier kennt jeder jeden. Gefällt es dir hier nicht? Es ist nicht halb so schlimm, wie es manche Leute gerne darstellen.
Es gibt natürlich immer Verbesserungspotenzial. Es tut mir leid, Law. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich muss jetzt weiter. Schon gut. Hab einen schönen Tag. Jetzt rennt ihr hier einfach um, oder was? Sag mal, was hast du denn für Manieren? Okay, da können wir jetzt aber nicht viel machen. Das ist jetzt nur... Na, ich habe Conny versprochen. Nee, ich will ihr immer noch nicht die Kamera geben. Ich will eigentlich Zack die Kamera geben, aber das funktioniert ja irgendwie nicht. Dann bleiben wir erstmal bei Conny. Moment. Er muss mehr über die Leute erfahren. Mit ihm kann ich nicht reden. Ach so, und ich muss das immer noch mit dem Bräunen hier machen. Das will ich jetzt erstmal zu Ende machen. So. So. Mehr Zeit mit ihr verbringen, sollst du machen. Aber ich darf... Wieso darf ich nichts fragen? Ich darf nicht mit ihr plaudern. Ich darf nicht mit ihr gemeinsam fernsehen. Warum nicht? Hä? Ich verstehe es nicht. Warum darf ich hier nichts von machen? Ich meine, die hält jetzt gerade keinen Mittagsschlaf und nichts. So, du wirst so clever... Du wirst auch nicht so clever sein. Was ist los hier? Wieso darf ich hier nichts machen? Aber den Mathe-Test, den kann ich machen, oder was? Hä? Für den Rechnungswesen. Ja, dann lern erstmal für den Test von mir aus. Oh, okay. Gehen wir gleich nochmal hin. Ich gucke mir erstmal an. Die sollte eigentlich auf dem Weg sein, um zu helfen. Aber die ist wieder komplett woanders. Ich weiß nicht, was mit den Leuten ist hier. Das ist nicht Connys Grab. Jetzt kann ich das machen. Hä? Wieso kann ich das jetzt machen? Hier, üb doch mal ein bisschen gemeinsam Gitarre hier. Kann ich jetzt mit ihr vielleicht auch was machen? Nö, mit ihr kann ich immer noch. Das verstehe ich nicht, warum das hier jetzt komplett... Ist es, weil die Belastbarkeit runter ist, weil sie irgendwie alles auf Minimum hat oder was? Oder... Ich habe absolut keine Ahnung. Was ist mit dir? Jetzt kommt die schon wieder angelaufen. Du kannst hier nicht liegen. Das ist Fledermausland. Ich bräune mich. Ach, du albernes Kind. Hast du nicht gehört, dass es sowas wie Sonnenbräune in Yesterby nicht gibt? Das ist mir einerlei. Es ist trotzdem nett, hier rumzuliegen. Ah, Led sieht, wie ich mich an einen anderen... Sieh mal, was ich gefunden habe. Der letzte Baustein zu deinem ultimativen ULADL-Erlebnis. Was für ein Ding? Das ist die Folge, von der du gesprochen hast. Exakt. Hey, ich habe immer noch viel zu tun. Aber du kannst sie ohne mich ansehen und mir nachher erzählen, ob sie was taugt. Aber vergiss nicht, deinem Dad Bescheid zu sagen. Danke. Gern geschehen, Liebes. Und vergiss nicht, ihm liebe Grüße von mir auszurichten. Der Hund. Ich will ihn streicheln. Och Mann, wieso muss immer sowas kommen? Immer genau im falschen Moment, wenn man das überhaupt nicht... Ah. Kann man ihn nicht rauswerfen? Hey, was für ein Tag, hä? Wie geht's unserem Baby? Ich habe Schwierigkeiten mit den Wänden. Stimmt etwas mit den Brettern nicht? Nein. Mach dir keine Sorgen. Ich schaffe das bis heute Abend. Hervorragend. Weiter so. Gute Arbeit. Wieso ist jetzt? Hast du eine Minute? Klar. Was ist denn? Melville stellt immer noch die Wände auf. Das hätte eigentlich schon vor einigen Tagen erledigt sein sollen. Was? Ich rede mit ihm. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber wie konnte dir das entgehen? Ich schwebe doch nicht ständig um ihn rum wie eine Drohne. Er ist ein erwachsener Mann. Tja, selbst Erwachsenen kann manchmal das Geld ausgehen. Lass es mich wissen, wenn ich einschalten soll. Ich kriege das hin, Dad. Keine Sorge. Spitze. Ach, jetzt kann ich bei ihr auch wieder nichts machen. Ich habe sie doch gerade dahin geschickt, um zu helfen. Aber irgendwie läuft hier alles... Law? Hey, ist der Hund jetzt hier? Du bist gekommen, Mann.
Ich schätze, das bedeutet, du bist hier, um mir dein Können zu demonstrieren, hä? Ich schätze, das bedeutet es. Nice. Na dann, leg mal los. Wie, jetzt sofort? Sicher, warum nicht? Naja, es ist nur, ich habe meine Gitarre nicht dabei. Ich wollte dich erst fragen. Nimm meine. Ich will mal hören, was du drauf hast. Okay. Sogar einen Gitarrenständer haben sie da drin. Alter, du bist gut. Ziemlich gut sogar. Findest du? Sicher, sicher. Eine kleine Sache wäre da allerdings. Du bist es wohl nicht gewohnt, vor Leuten zu spielen, nicht wahr? Nicht wirklich. Ich habe eigentlich nur für Angie gespielt. Die Angst ist dir ins Gesicht geschrieben. Ich habe keine Angst. Ich bin nur nervös. Weißt du, was jedes Publikum richtig gut kann? Es riecht Angst. Wie ein Hund. Oh, der Arme. Willst du als Straßenmusiker leben, musst du lernen, damit umzugehen. Und wie macht man das? Es gibt nur einen Weg. Und er wird dir nicht gefallen. Ich soll vor einem Publikum spielen. Ganz genau. Auf keinen Fall. Ich weiß, es ist furchterregend, sein Herz und seine Seele vor anderen Leuten offen zu legen. Aber es führt kein Weg daran vorbei. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Das hier ist keine Stadt, in der man anonym ist. Ich sehe diese Leute jeden einzelnen Tag. Das ist gut. Dann werden sie dir vermutlich viel mehr verzeihen. Wenn du sie bloß kennen würdest. Entweder sie sind gnädig oder sie sagen dir die Wahrheit. Beides bringt dich weiter. Tu es, Zack. Und dann kommst du wieder her und spielst nochmal für mich. Okay? Ja, ich kann das versuchen. Danke jedenfalls für den Rat. Gern geschehen. Na, legt sie doch zurück. Ich wollte schon sagen, der ist so ein kleiner Dieb, der hat die einfach hinten in die Hosentasche reingesteckt. Das habe ich genau gesehen. Ich fürchte, ich muss in der Öffentlichkeit spielen. Tja, wie wir das machen sollen, weiß ich noch nicht. Werden wir aber auf jeden Fall gleich nachgucken. So langsam wird es nämlich wieder stressig hier. Man kann sich um nichts kümmern, sondern muss immer wieder woanders hin. Als du meintest, dass ich dich für eine Weile nicht oft sehen würde, hast du nicht gelogen. Ehrlich gesagt dachte ich mir, dass ich sogar noch seltener zu Hause wäre. Körperlich vielleicht, aber auch geistig? Willst du, dass ich ein Geist bin? Ich habe dich nicht für den esoterischen Typ gehalten. Nun, lustig, dass du das sagst. Ich habe eben ein Buch über Geisterbeobachtungen angefangen. Ein Sachbuch. Oh Gott, vergifte dir bloß nicht den Verstand mit diesem Müll. Wenn bloß jemand da wäre, der mich davon abhalten könnte. Und jetzt erpresst du mich auch noch? Im Ernst, ich hätte wirklich gerne unser altes Leben wieder. Aber zuerst muss ich Angies Familie dabei helfen, zu ihrem zurückzufinden. Wenn das überhaupt möglich ist. Ich weiß, ich weiß. Ich will es jetzt nicht noch schwieriger machen. Beachte mich am besten gar nicht. Ich sag's mal so, auch wenn sie sich die ganze Zeit für die anderen am Aufopfern ist, ist es egoistisch, wenn ich mir mehr Aufmerksamkeit wünsche? Nein, ist es nicht. Ja, du hast versprochen, mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Und ja, das solltest du tun. Wieso darf ich das nicht? Das verstehe ich nicht. Sie hat doch keine einzige Aufgabe mehr mit der Trolla, also hier mit der Mutter. Oh. Eine seltene Folge. Ja, stimmt. Aber wir müssen erst... Moment, wir müssen aber erst noch das mit dem Bräunen noch zu Ende kriegen. Die und die Bank hatten wir jetzt. Dann gehen wir jetzt dahin. So, du musst gucken, wie du das machst, vor anderen zu spielen. Öffentlich auftreten.
Du sitzt schon wieder zu Hause und bist am Lesen. Was soll das? Jetzt ist die wieder nicht da am Helfen. Jetzt kann sie nicht helfen, oder was? Oh. Alter, was ist mit denen nicht in Ordnung? Ja, wieso kann ich da hinklicken? Er bleibt immer weiter und weiter hinter dem Plan zurück. Ja gut, da können wir mal drüber sprechen. Das ist ja kein Thema, dann macht sie zumindest mal was. Da kann er nicht wirklich was mitmachen, ne? Wieso kann ich immer nur Conny die Kamera geben? Conny hat gesagt, sie will sie nicht haben. Also wahrscheinlich ist sie dann die Erste, die Kamera gebrauchen könnte. Aber ich will die Zack geben. Mann. Das ist gemein. Du geh dich sonnen und die andere, die soll dich dann dabei beobachten. Oh. Blanche, ich war gerade fröhlich in meinen Gedanken versunken, als mir aufgefallen ist, dass ich tatsächlich Arbeit zu erledigen habe. Ja? Oh, du meinst, du willst das Klassenzimmer sauber machen? Das habe ich schon getan. Was ist mit der Inventur? Alles erledigt. Es hat sich falsch angefühlt, irgendjemanden damit zu belästigen. Also habe ich die Sache selbst in die Hand genommen. Das habe ich doch schon mal wo gehört. Ich wünschte, ich hätte auch so viel Energie. Ich fühle mich momentan irgendwie ausgelaugt. So wie alle. Übrigens, wie geht es Bodhi? Er lässt sich nichts anmerken. Der kleine Kerl ist emsig wie ein Eichhörnchen vor dem Wintereinbruch. Das hat er vermutlich von seinem Vater. Ich würde sagen, das hat er von dir. Von mir? Ich kenne kaum jemanden mit mehr positiver Energie als dich. Das ist auch der Grund dafür, weshalb ich mich am liebsten von dir im Unterricht vertreten lasse. Oh, du willst mir doch nur schmeicheln. Es ist die Wahrheit. Lass dir das nicht nehmen. Genau das braucht Jester B jetzt. Ha. Na dann, danke. Jederzeit. Okay, das wäre dann damit erledigt. Jetzt können wir wieder nicht zu Conny wechseln. Hey Kumpel, mir ist aufgefallen, dass wir im Zeitplan zurückliegen. Hast du eine Idee, wie wir das Vorhaben ein wenig schneller vorantreiben könnten? Keine Sorge. Ich habe noch nie eine Deadline verpasst. Klar. Trotzdem, wenn du etwas brauchst, dann lass einfach was hören. Was auch immer nötig ist, um die Kurve zu kriegen. Ich kriege die Kurve problemlos. Klar, natürlich. Vergiss es. Du hast das unter Kontrolle. Ich habe das unter Kontrolle. Können wir dir deine Arbeit irgendwie erleichtern? Es geht schon. Wir könnten versuchen, ein wenig mehr Zeit rauszuschlagen. Oder versuchen, dir Hilfe zu besorgen. Es ist alles eine Frage des Momentums. Das wird schon. Bist du sicher? Ja. Okay. Sag Bescheid, falls du deine Meinung änderst. Es musste dieser dämliche Idiot jetzt auch hier ankommen und mit ihnen dann auch noch nerven mit dieser Sache. Wenn sie jetzt hier hingekommen wäre, so wie ich das ja angeklickt hatte, und als Einzige mit ihm gesprochen hätte, dann wäre er bestimmt nicht ganz so genervt, wie er es jetzt ist, nachdem der eine da gewesen ist. Betrübt, aber er ist wenigstens nicht brummelig oder wie das da die ganze Zeit stand. Ja, müssen wir dann mal schauen. Das mit dem Traktor weiß ich auch immer noch nicht so genau, was ich da... Aber ich kann ihn ja nicht spielen, das ist das Problem. Hey. Hallo. Ich bin Lol. Ich bin ein Musiker, der von hier nach da reist. Dachte, ich bleibe mal für einen Moment in Jester B. Tja dann, willkommen in Jester B. Normalerweise ist der Herbst eine hervorragende Zeit, hierher zu kommen, aber... Ja, ich hab's schon gehört. Mein Beileid. Danke. Es tut mir leid, Lol, aber ich muss weiter. Trotzdem wünsche ich dir einen schönen Aufenthalt. Danke. Ich werde Rücksicht nehmen. Trotzdem wünsche ich dir einen schönen Aufenthalt. Danke, ich werde Rücksicht nehmen. War jetzt nicht ganz so passend, aber...
Gut. Ist sie jetzt wenigstens dabei, dahin zu gehen? Weil sonst drehe ich hier durch. So. Komm, Conny. Ich will dich sonnenbaden sehen. Und ich will, dass die eine das auch sieht. Man sieht hier gar nichts. Hallo? Da. Wo ist die eine? Die muss dich dabei sehen. Oh. Ich habe das unter Kontrolle. Oh je. Wofür hält er mich eigentlich? Für das, was du aktuell wieder werden wirst, wenn du so weitermachst. Ja, es war alles so schön gedacht und ich habe so viele Ansätze gemacht, um ihm irgendwo zu helfen, aber irgendwie haben die entweder immer wieder ihren Weg abgebrochen oder nicht das gemacht, was ich wollte. Es sind noch 4 Tage Zeit. Können wir auch immer noch nicht helfen? Oh, es ist so ätzend. Nach ihm sehen, genau. Geh du mal nach ihm sehen. Vielleicht kannst du ihm ja helfen. Du hast aber jetzt öffentlich gespielt, oder? Ja, ja, okay, er hat anscheinend öffentlich gespielt. Dann, du willst ja immer noch keine Zeit mit ihr verbringen. Ja, ich weiß nicht, was der Scheiß soll. Die hat so viel jetzt machen können. Die hat ja nichts, die muss nichts machen jetzt. Und trotzdem läuft die ganze Zeit nur in der Gegend rum, macht nichts, aber sagt dann auch immer, dass sie mit ihr keine Zeit verbringen kann oder will. Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Ah ja, gut, im Moment ist es im Regnen, ne? Da ist es vielleicht nicht so günstig, da zu bräunen. Genau, du fragst sie mal, ob ihr gemeinsam die Folge ansehen wollt. Und dann kannst du direkt mal fragen, was der Scheiß soll, den er da gerade wieder fabriziert. Ach so, er ist nicht mehr dabei. Okay. Och, jetzt kann man sich das nicht zu Ende angucken. Mann! Melville? Hey, kannst du mich hören? Komm schon, rede mit mir. Kannst du nicht sehen, dass ich mich ausruhe? Es war ein harter Tag. Mach das mal besser im Warmen. Ich zeig dir den Weg. Nein. Ich schaff das schon. Okay, dann gute Nacht. Sieh mal, was Lee mir gegeben hat. Was ist das? Was? Folge 0? Machst du Witze? Ich dachte, die wäre nie gedreht worden. Ist sie, aber sie wurde nie ausgestrahlt. Wow. Lust, sie dir mit deinem alten Herrn gemeinsam anzusehen? Das könnte sehr lehrreich sein. Das würde mir gefallen. Großartig. Also los. Wieso ist das Herz gebrochen jetzt da drin? Oh mein Gott, ich muss es nicht verstehen. Was ist mit Melville los? Er bleibt immer weiter und weiter hinter dem Plan zurück. Nach Hause schicken, ihn mit Sammeln von Muscheln beschäftigen. Das wäre was Cooles, aber ich darf hier anscheinend mal wieder nichts machen. Eine Aufnahme über Melville anhören. Na, vielleicht passt das ja.
Ja genau, bleib einfach draußen liegen stehen. Dagegen würde deine Mom sofort ein Veto einlegen. Wie wäre es dann mit einem Boot für Familienurlaube? Mit spaßigen Brettspielen und einer Strickecke. Die Fischer haben uns so viele Boote zurückgelassen. Wir müssen bloß eines der größeren restaurieren, dann wird das schon klappen. Mein Dad könnte sich endlich seiner insgeheimen Liebe zum Meer hingeben. Vielleicht könnte uns Melville helfen. Keine Chance. Zum Glück hat mein Bruder das Gedächtnis eines Goldfischs. Sonst hätte er womöglich ein lebenslanges Trauma, weil Melville ihn damals beim Grillen niedergebrüllt hat. Ja, er verlor völlig die Kontrolle. Ich verstehe ja, dass es ihm schlecht geht. Mir ginge es genauso, wenn ich meine Frau verloren und jemanden wie Zack an der Backe hätte. Aber das gibt einem dennoch nicht das Recht, den anderen das Leben schwer zu machen. Ich bin sicher, dass er sich zusammenreißen wird, wenn wir ihm eine Chance geben. Lieber nicht. Aber was ist mit Zack? Er versucht ebenfalls, seinem Dad aus dem Weg zu gehen. Nein, ich meine, könnte er uns vielleicht auch helfen? Keine Chance. Er will mit der Schreinerei nichts zu tun haben. Also haben wir niemanden, der für diesen Job in Frage käme? Nein, wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen. Melville war so wütend, nachdem seine Frau gestorben ist. Ich bin mir nicht sicher, ob er all das überwunden oder einfach resigniert hat. Er hat resigniert, ganz klar. Die haben noch nicht mal einen Flachbildfernseher. Wo sind die hier? Müssen wir uns jetzt mit denen gemeinsam die Serie angucken? Ich meine, kann auch schön sein, aber wenn die ganze Zeit da sitzen und nichts sagen, dann ist das vielleicht nicht ganz so günstig. Also... Oh, dein Ernst jetzt? Moment, lass mich hier irgendwie raus. Ach so, kann ich. Ich habe ihn in letzter Zeit so angesehen. So einen seltsamen Episodenfilm. Seltsam? Auf welche Art und Weise? Ach, nicht seltsam, sondern im Sinne des Genres seltsam, verstehst du? Du weißt schon? Weird Fiction? Seltsame Fiktion. Nein, verstehe ich nicht. Es geht in Richtung Horror oder Dark Fantasy, schätze ich. Aber es ist eher... schwer erklärbar? Es entspricht keiner Formel, wie es bei anderen Genres ist. Weiß ich eigentlich selbst, wovon ich da rede? Ich habe jedenfalls keine Ahnung, wovon du redest. Ach, ich werde dir einfach eine Folge davon zeigen. Vielleicht verstehst du mich dann. Oder bist noch verwirrter als zuvor. Das wäre dann wohl eines der Hauptmerkmale von Weird Fiction. Ja, irgendwie schon. Wow. Wow. Das war... ja, was? Waren die immer so kurz? Ja, nur die Weihnachtsfolge ist doppelt so lang. Ha. Sie sind kaum miteinander zurechtgekommen. Am Ende schon. Na, das ist wahr. Hätte ich das als Kind gesehen, wäre ich besser vorbereitet gewesen. Nun, danke, dass du dir das mit deinem alten Herrn angesehen hast. Zeit, wieder in die echte Welt zurückzukehren. Dad, es gibt da etwas, das Angie dir sagen wollte. Aber sie hat auf den richtigen Moment gewartet. Was denn, Liebling? Warum sind Elefanten groß, grau und faltig? Ich weiß nicht. Warum sind sie groß, grau und faltig? Naja, wenn sie klein, weiß und glatt wären, wären es Minzbonbons. Ich bin stolz auf dich, Conny. Bin ich wirklich. Wären es Minzbonbons. Genial. Hey. Oh, ich wollte mit dir etwas besprechen. Deine Mutter und ich haben darüber gesprochen, was wir... naja... mit Angies Zimmer anstellen sollen. Was? Ja, also... deine Mom will alles so lassen, wie es ist. Aber ich habe vorgeschlagen, dass du den Raum doch für dich nutzen könntest. Etwa als dein eigenes Wohnzimmer. Nein, das ist ihr Zimmer. Es muss so bleiben, wie es ist. Ah, das hat deine Mutter auch gesagt. Tja, es war nur so eine Idee. Ich dachte, so wäre es vielleicht einfacher für uns.
du weißt schon, wieder reinzugehen. Egal. Okay, ich sollte zu Bett gehen. Die anderen schlafen schon. Was ist mit Zack? Hä, der sollte ihm doch davon überzählen. Hä, wieso hat er ihm jetzt nicht davon erzählt? Hallo? Zack, bist du doof? Wieso machen die jetzt neuerdings nicht mehr das, was ich denen angegeben habe, was sie machen sollen? Ja, und die Trulla macht ja irgendwie gar nichts mehr. Also da kann man ja, sonst wohl, ja gut, die macht nur die Sachen mit sich selber im Endeffekt. Das können wir noch mal machen. Bitte sag mir, wie ich das Ruder herumreißen kann. Nur ein kleiner Tipp würde reichen. Okay, ein letzter Versuch. Die eine Sache, die diesem Dorf wirklich fehlt und die wir bislang sträflich vernachlässigt haben, ist ein astronomisches Observatorium oben auf den Klippen, von wo aus man den gesamten Fjord überblicken kann. Ernsthaft? Die Leute könnten es schon aus großer Entfernung sehen. Ja, sogar die Kreuzfahrtschiffe auf dem Ozean könnten bei Nacht seine Lichter sehen. Was stimmt daran nicht? Die Unsterblichkeit ist zum Greifen nahe. Gibt es eine Möglichkeit, diese Ideen, ich weiß nicht, ein wenig bodenständiger zu halten? Es ist ihr Zweck, abgehoben zu sein. Jeder Kompromiss würde sie töten. Ernsthaft, was ist eigentlich aus deinem Sinn fürs Abenteuer geworden? Vielleicht will ich einfach nur ein einziges Mal etwas zu Ende bringen. Gib mir nur eine Idee. Eine gute Idee, die tatsächlich realistisch ist. Wir brauchen etwas, das die Leute begeistert. Denk dir nur, wie schnell das alles entstehen könnte, wenn nicht nur wir davon begeistert wären. Wenn es bloß so einfach wäre. Als ich mich zuletzt erkundigt habe, war das Projekt allen egal. Ja, und damit geht dann auch sie jetzt ins Bett. Ich denke mal, dass nichts mehr kommt, oder können wir uns noch eine Erinnerung anschauen? Ach doch, wir müssten uns noch eine Erinnerung anschauen können. Wir haben die Sache mit dem ersten Tag in Jesperby. Haben wir nur noch die zwei? Und Willkommensparty. Erinnerst du dich an Lees Willkommensfeier? Das war das erste und einzige Mal, dass ich Mom betrunken erlebt habe. Hab dich gefunden. Alle denken, du wärst bereits gegangen. Oh, das bin ich auch. Es ist nur die frische Luft, die mich davon abhält. Also, viel Spaß bei der Party. Bleib nicht zu lange auf, hörst du? Conny sagte mir, sie hätte dich weinen sehen. Sie steht schon seit einer ganzen Weile am Fenster, weißt du? Oh, gütiger Gott. Setzt du dich ein wenig zu mir? Sag nicht, du wärst eifersüchtig, weil Dad sich so gut mit Lee versteht. Ich habe recht, nicht wahr? Weißt du, als wir hergezogen sind, versteckte er überall im Haus diese kleinen Botschaften. Ich leibe dich sehr und du bist meine buttere Hälfte. Ist? Das hat er schon sehr lange nicht mehr getan. Ich bin sicher, dass er dich immer noch sehr leibt, Mom. Wieso sieht er dann so viel glücklicher aus, wenn er mit ihr redet? Weil es uns allen so geht. Sie ist die Einzige, die nicht von Shemres Tod betroffen ist. Um es kurz zu sagen, eine Party wie diese wäre noch vor einigen Monaten unvorstellbar gewesen. Wir alle brauchen das gerade. Alles verändert sich so schnell. Ich weiß nicht, ob ich mithalten kann. Aber es ist gut, dass ich eine so kluge Tochter habe, die mir alles erklären kann. Ist doch das Rindeste, was ich tun kann. Oh,
ich vermisse seine kleinen albernen Botschaften. Denkst du, wir können Dad dazu bringen, ihr eine zu schreiben? Nur, um sie für einen kurzen Moment auf andere Gedanken zu bringen. Ja, das wäre eventuell möglich. Doch bevor wir jetzt gleich 6 Uhr haben, wo dann wieder irgendwas getriggert wird oder so, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Ich hätte das Ganze vielleicht doch viel früher mal anklicken sollen. Vielleicht wäre die Mutter dann nicht immer so... Ja, griescremig ist falsch ausgedrückt. Ich meine, klar, es war ihre eigene Tochter, dass es ihr auch jahrelang danach, jahrzehntelang danach nicht gut gehen wird. Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber irgendwann muss sie mal loslassen und irgendwann muss sie sich mal auf die Gegenwart stürzen sozusagen und eben auch bedenken, dass sie noch eine andere Tochter hat und dass sie sich vielleicht auch mal um diese kümmern sollte. Und natürlich auch um ihren Mann. Gleiches gilt natürlich auch für ihn. Er sollte sich auch um sie kümmern. Und ja, ich hoffe, dass wir seinen Traktor wenigstens noch hinkriegen werden. Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, dass man da irgendwie, ne? Und ich befürchte, dass wir auch Conny die Kamera geben müssen. Weil, egal mit wie vielen Leuten ich rede, ich krieg's leider nicht hin, den Leuten die Kamera zu geben. Deswegen denke ich mal, wenn ich dran denke, dass wir dann in der nächsten Folge Conny die Kamera auch geben werden. Ich finde es schade, weil eigentlich wäre das was, was ich denke, was für Zack persönlich vielleicht etwas gewesen wäre, also etwas Positives. Aber nun gut, anscheinend möchte das Spiel, dass ich Conny die Kamera gebe. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.